willkommen zu einem neuen Vlog und zwar heute zu Tag, ich glaube Nummer 6 oder so. Und ja, heute startet der Vlog erstmal richtig spät. Wir haben gleich schon einfach 4:30. Das liegt einfach daran, dass wir irgendwie nichts gemacht haben und ich dann auch keinen Grund gesehen habe, jetzt schon zu vloggen. Und ja, was steht heute an? Wir gehen heute ins Kino und wir grillen heute nochmal. Da freue ich mich auch schon mega drauf. Und ja, ich bin am überlegen, ob ich Tag 6 und 7 dann einfach packe, weil heute halt nicht so viel passiert. Aber ich schaue einfach mal spontan. Vielleicht kommen wir doch noch mehr rum und ja. Hauptsache, Luca und ich haben ein Pärchenarmband. Meins ist vor kurzem kaputt gegangen. Und das hat mich voll sad gemacht. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich das nicht trage, oder wenn ich meine Kette nicht trage von ihm, dass ich irgendwie richtig Pech habe oder so. Keine Ahnung, was das für ein komischer Glauben ist bei mir. Aber auf jeden Fall ist heute ein neues angekommen. Er hat mir ein neues geschenkt. Voll süß. So. Hi. Hallo. Hi. Hallo. Hi. Hallo. Hi. Hallo. Hi. 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 Moin, wie fandet ihr das Essen? War sehr lecker. Zeig mal dein Shirt von hinten. Oh, sexy. Ja, ne? Gleich kommt die Fotosession. Fotosession ist jetzt vorbei. Unser Sohn ist wieder bei uns. Mama und Papa und Sohn sind wieder vereint. Ne, auf jeden Fall fahren wir jetzt langsam los ins Kino, damit wir nicht zu spät kommen. Ach ja, wir gucken übrigens Conjuring. Und ich glaube, wir werden alle sterben. Und ich glaube, Luca freut sich schon, weil ich mich immer so schön erschrecke. Nein, dann schreckt man sich nicht wegen dem Film, sondern wegen mir. Hast du Angst vor Horrorfilmen? Ich weiß es nicht, vielleicht ist er ja, vielleicht doch. Ich fand den Film gut. Ich habe oft die Augen zugehabt, habe oft weggeguckt, aber keiner hat es gesehen, deswegen. Okay, jetzt schnell alle von der Skala von 1 bis 10. Achso, ja, so eine 8. Eine 8 von 10, guter Comedy-Film. 6,5. 9. 9. Beide? Ja, ich glaube 9. Awaken my spirit now. You got me thinking, whoa. I don't know how we got here. Wir müssen jetzt noch die Ausbeute von den letzten Tagen mitbringen, von dem Samstagabend. RIP. Hi, Janis. Deins? Minigolf. Ich würde sagen Fußball. Kletterwald und jedes Mal Essen. Ist so, ist so. Und Kletterwald ist bei mir auch Nummer 1. Ich bin jetzt auch wieder zu Hause. Die anderen sind jetzt ja alle weg. Ich glaube, es wird wieder richtig komisch, jetzt erstmal wieder komplett alleine zu sein. Weil davor hatten wir die ganze Zeit volles Programm. Es war aber auf jeden Fall echt eine coole Woche. Wir haben auch so viele Dinge unternommen einfach. Also das war echt krass. Ich dachte echt so, scheiße, eine Woche ist echt viel. Es wird sich echt ziehen. Aber wir haben halt echt auch so Sachen gemacht, wie Kletterwald, Minigolf und so. Was man seit Ewigkeiten nicht mehr gemacht hat, was nicht so Standard ist. Weshalb sich das alles auf jeden Fall nicht gezogen hat. Und ja, es war auf jeden Fall ganz cool. Ich fand auch Kletterwald und Essen gehen am geilsten. Das war auf jeden Fall sehr schade. Irgendwie ging die Woche dann doch relativ schnell vorbei. Ich hoffe aber auf jeden Fall, dass euch die Vlogs gefallen haben. Und falls ja, könnt ihr auch sehr gerne eine positive Bewertung dalassen. Und auch einen netten Kommentar, wenn ihr öfters Vlogs sehen wollt. Und ja, auf jeden Fall Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Doch ich bin dein, ich bin dein, ich bin dein.